Grüezi miteinander. Am 21. Dezember 2012 hat der seinerzeitige EU-Kommissionspräsident Barroso der Schweizer Bundespräsidentin von damals, der Evelyn Wittmer-Schlumpf, brieflich mitteilt, weitere bilaterale Verhandlungen zwischen der EU und der Schweiz kommen nur noch dann in Betracht, wenn Bern institutionelle Einbindung von der Schweiz in den EU-Entscheidungsprozess und vor allem in die EU-Rechtsprechung vollzogen hat. Unser eingeschüchterter Bundesrat hat natürlich fast umgehend Bereitschaft signalisiert, dem Ansinnen dieser Forderung nachzukommen. Er hat der schweizerischen Öffentlichkeit mitteilt, dass er überzeugt sei, er werde einen Weg finden von dieser institutionellen Anbindung, einen Weg, der auch eine Volksabstimmung überstehen werde. Und er werde den Abschluss von einem Rahmenvertrag mit der EU vorschlagen. Also die Idee vom Rahmenvertrag ist also eine schweizerische Idee. Es ist dann zu Vorverhandlungen gekommen und die haben zu einem sogenannten Non-Paper geführt. Das ist am 13. Mai 2013 zwischen den Unterhändlern von der Schweiz und der EU abgeschlossen worden und hat drei Säulen definiert, wo eben die geforderte institutionelle Einbindung von der Schweiz in die Strukturen von der EU soll garantieren. Die drei Säulen sind: erstens, die Schweiz muss alle EU-Beschlüsse von diesen Sachbereichen, die in künftigen und in bereits bestehenden EU-Verträgen geregelt werden, automatisch übernehmen. Also faktisch heisst das die Übernahme vom Acquis communautaire. Zweitens, die Schweiz muss den EU-Gerichtshof anerkennen als höchste unabweichbare richterliche Instanz bei Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung von diesen bilateralen Verträgen. Und drittens, sollte die Schweiz Entscheide vom EU-Gerichtshof, zum Beispiel wegen einem abweichenden Volksentscheid, nicht übernehmen können oder wollen, dann hat Bern der EU das Recht zugestanden, dass die EU soll dürfen Sanktionsmassnahmen gegen die Schweiz erlassen. Diese drei Säulen sind der Kern des Verhandlungsmandats, das der Bundesrat zur Aushandlung von einem Rahmenabkommen mit der EU ermächtigt. Der Bundesrat hat Brüssel also offeriert, Bereitschaft von der Schweiz, EU-Recht ohne jedes schweizerische Mitspracherecht als für unser Land verbindlich zu akzeptieren. In der Substanz hat sich seit 2012 nichts geändert, wohl aber in der Begrifflichkeit. Am Anfang hat man noch einigermaßen ehrlich von institutionellem Abkommen geredet. Dann ist man verharmlosend zu Rahmenvertrag übergegangen. Dann hat man geheissen Koordinations- oder Konsolidierungsabkommen. Und jetzt sagt man sogar, es sei eigentlich ein Freundschaftsvertrag. Es ist wie beim billigen Jakob, der mit Begriff probiert, den Bürgerinnen und Bürgern etwas anzureihen, was sie vielleicht gar nicht wollen. Man probiert etwas zu verstecken. Es ist also höchste Vorsicht geboten. Was es mit dem Gericht und den Sanktionen auf sich hat, das werden wir morgen anschauen. Besten Dank.